Nach dem tollen Improvisationstalk von vorhin sollte ich jetzt auch einfach meine Karten von mir werfen und einfach sagen, ganz neues Programm, ich erzähle euch was ganz anderes, wenn wir uns auf der Suche nach der verlorenen Zeit machen. Aber ich bin ein bisschen zu aufgeregt, deswegen habe ich doch alle meine Karten dabei und versuche euch ein bisschen durch meine Ideen zu führen. Vor ein paar Tagen erst erzählte mir ein guter Freund, dass seine jüngeren Geschwister neuerdings nicht mehr von den Eltern für Klavierunterricht und Fußball abgeholt werden, sondern von einem der neuen Fahrdienste, die per Smartphone-Application funktionieren und der Taxi-Industrie mehr und mehr Konkurrenz machen. Wow, so praktisch, so zeitsparend, so effizient, dachte ich. Das Beispiel erzählt ziemlich viel von unserer Gesellschaft und den Werten unserer Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die gerne effizient ist, fortschrittlich, pragmatisch, schnell, produktiv und technologisch. Denn Zeit ist wertvoll. Deshalb haben wir in den letzten Jahrzehnten immer mehr Technologien und Lösungen gefunden, um uns noch effizienter und noch produktiver zu machen. Und trotzdem können wir in genau dieser Gesellschaft eine paradoxe Beobachtung machen. Menschen um uns herum, oft wir selbst, sind zunehmend gestresst, ausgebrannt und arm an Zeit. Zeit und damit der gestresste moderne Mensch ist ein vielfach diskutiertes Thema. Aber von einem sehr normativen Standpunkt aus, wie ich finde. Denn überall sehen wir den Imperativ, sei effizient, nutze deine Zeit. Sogar wenn es um uns selbst geht, die Zeit, wenn wir allein sind, uns ausruhen, haben wir Begriffe kreiert wie Quality Time, Me Time oder Downtime, die eigentlich nur Teil von genau diesem Effizienzgedanken sind. Überall erliegen wir dem sozialen Druck, sich anzupassen, fit zu bleiben, informiert zu sein oder intelligent zu wirken. Das Glück der Langeweile haben wir aus unserem Alltag verbannt, denn die Langeweile ist langweilig. Ich wollte mehr über das Thema verstehen, begann zu lesen und lernte, wir leben nicht nur in Kulturen unterschiedlich in Sprache, Land und Gewohnheiten, sondern auch unterschiedlich im Umgang und der Wertschätzung von Zeit. Ich habe mich aufgemacht in zwei sehr unterschiedliche Zeitkulturen, ins kalifornische Silicon Valley und ins südostasiatische Burma, wo ich Menschen beobachtet habe. Silicon Valley ist eine nach Effizienz strebende Gesellschaft. Die Technologien dort sind tief verankert im Alltag der Menschen. Es ist eine 24-Stunden-Gesellschaft, die dicht vertaktet ist und wo Verabredungen nach der Uhr funktionieren. Burma hingegen ist eine Agrarwirtschaft mit starken familiären Strukturen, mit einer religiösen buddhistischen Gesellschaft. Der Rhythmus der Natur, Tages- und Nachtzeit und auch die Ernte geben noch immer sehr stark den Rhythmus vor, genauso für Verabredungen. Ich habe auf meiner Reise 6 Personen getroffen und ich möchte gerne, dass ihr sie heute Abend kennenlernt. Alex ist Datenanalyst bei Google. Wenn Alex morgens aufwacht, dann klingelt sein iPhone, draußen strahlt bereits die Sonne und er fängt an, in seinem Bett E-Mails zu beantworten und zu lesen. Die Arbeit folgt Alex bis ins Schlafzimmer. Wenn er mit dem Google-Bus zum Büro fährt, ist er mit dem WLAN verbunden. Auch im Stau kann er ohne weiteres produktiv sein. Für den Abend wird noch eine kleine private Verabredung organisiert, der ganze Tag ist durchgeplant. Schon bald wird Alex einen neuen Job, ein neues Team haben, denn Karrierewege im Silicon Valley sind schnelllebig. Koni auf der anderen Seite ist ein Reisbauer in Burma. Er wird morgens vom Sonnenlicht geweckt. Die Kühe sind hungrig und wollen gefüttert werden. Er macht den Holzflug fertig, um aufs Feld hinauszugehen, bevor die Temperaturen zu heiß werden. Als wir draußen auf dem Feld sind, entdecken wir einen Traktor in der Ferne. Koni reagiert ambivalent, fast schon verängstigt. Ich frage mich, weiß er, wie viel schneller und wie viel effizienter dieser Traktor sein Feld pflügen könnte? Aber Koni zeigt keine Reaktion von Neid, im Gegenteil. Ich glaube, er hat noch nichts gehört von Mikrokrediten, die es seinem Dorf erlauben würden, ein solches Gerät zu kaufen. Koni sagt, er war immer Reisbauer und wird immer Reisbauer bleiben. Während ich im Silicon Valley die Leute gefragt habe, in welche Kategorien sie ihre 24 Stunden am Tag einsortieren würden, konnten sie mir ganz viele Kategorien nennen. Worktime Social, Worktime Alone, Free Time, Transit Time. In Burma stößt die Frage auf große Verwirrung. Meine 24 Stunden bestehen aus Tag und Nacht, sagt Koni. Steve ist Produktmanager. Sein Mittagessen heute ist ein Arbeitslunch. Genau, verabredet, Beginn und Ende im Kalender festgesetzt, ganz unabhängig davon, ob die eigentliche Tätigkeit am Ende beendet ist. Multitasking zwischen verschiedenen Projekten, die jeweils am Laufen sind und sich immer weiterentwickeln, ist für ihn Alltag. Nach dem Mittagessen wird noch schnell mit seiner Freundin telefoniert. Immer wieder springt er hin und her zwischen privaten und beruflichen Aufgaben. Auch ist Steve Anhänger des Quantified Self Movement. Mit seinem digitalen Armband kann er seine Bewegungen, sein Essverhalten, sein Schlafverhalten genau aufzeichnen und damit seine Zeitnutzung optimieren. Vor allem weiß er aber, wie er seine Zeit genutzt, wie er seine Zeit investiert hat. Ashwin Vilasa hingegen ist ein Mönch. Diesen Mittag starrt er 20 Minuten lang aus dem Fenster.
Als ich in der Ecke eines Hauses entdecke, beobachte ich ihn die ganze Zeit über und werde dabei selbst extrem nervös. Was macht er dort? Später frage ich ihn, ob er meditiert hat. Für mich die einzig plausible Erklärung, jetzt wo alle Yoga machen. Er sagt, nein, er hat einfach aus dem Fenster geschaut. So unverplant, so ohne Erwartungshaltung, wie Ashwin-Vilasa seine freie Zeit verbringt, macht Simon das nicht. Simon ist Startup-CEO und er ist heute Abend im Fitnessstudio. Und er weiß ziemlich genau, warum er hier ist, weil er fit bleiben möchte. So wie Simon 5-mal pro Woche seine Freizeit auf geplante Art und Weise verbringt, tun es viele Menschen in den westlichen Industriegesellschaften. Auch unsere Freizeit ist am Ende ein Investment und wir wissen oft ziemlich genau, welchen Gewinn und welchen Mehrwert wir uns daraus erhoffen. Chosu hingegen ist eine Ladenbesitzerin in Burma. Ihre Familie hat einen Fernseher, am liebsten schauen sie Soap Operas. Sie sind in Burma Ausdruck des modernen Lebens und mit ihnen kommt die Idee von geplanten Freizeitaktivitäten zu ihnen nach Hause ins Wohnzimmer. Chosu selbst sagt, sie langweile sich sehr oft. Ihre eigene Zeitkultur kennt keine geplanten Freizeitaktivitäten. Chosu ist heute Abend ziemlich müde. Sie schließt gerade ihren Shop und ich frage sie, was sind deine Öffnungszeiten? Verwundert schaut sie mich an. Sie öffne am Morgen, sie schließe am Abend. Eine Uhr hat Chosu nicht. Wo auch immer wir herkommen, wir sind Bürger einer Zeitkultur und uns häufig nicht bewusst, wie unsere Umwelt, wie unsere Zeitkultur eigentlich unseren Umgang und unsere Entscheidungen über Zeit definieren. Forscher und Professoren, zum Beispiel der deutsche Soziologe Hartmut Rosa, sagen, es gibt keinen Weg, aus der eigenen Zeitkultur auszubrechen. Wenn du E-Mails und Anrufe nicht beantwortest, dann verlierst du deinen Job. Wenn du nicht genug publizierst, verlierst du deinen Ruf. Du wirst zum Versager. Sie sagen, Wellnessindustrie, Yogakultur und Sabbaticals sind am Ende nur systemische Auszeiten, kleine Wellnessillusionen, um am Ende noch besser zu performen, um am Ende noch effizienter zu sein und noch relaxter von A nach B zu rasen. Kein wirklicher Ausbruch also aus einem System der dauernden Selbstoptimierung. Ich glaube, ob der Druck in der Tech-Szene produktiv zu sein oder der Druck einer Tradition, einer von Traditionen geprägten religiösen Gesellschaft oder beides zusammen, der Schlüssel, um sich selbst richtig in der Zeit zu fühlen und ein Stück weit auch damit bei sich selbst zu sein, ist es, sich den Werten unserer jeweiligen Zeitkultur bewusst zu sein und sich zu fragen, wie diese Werte unser individuelles Zeitverständnis eigentlich prägen. Das heißt, das Zentrale ist eigentlich hinterfragen. Was sind die Werte meiner Zeitkultur? Stimme ich mit ihnen überein? Und wenn nicht, wie schaffe ich Raum für meine eigenen Ideen? Was ist meine individuelle Zeitkultur? Diese Fragen zu stellen, glaube ich, ist schwer. Und ich glaube, es bedarf Mut, weil wir nicht immer unmittelbar Antworten darauf finden. Etwas, was wir in unserer Informationsgesellschaft nicht mehr wirklich gewohnt sind. Wir müssen meistens nur das richtige Suchwort kennen. Viele Formate und Nachrichten erscheinen in kurzer und knapper Form. Auch ich sollte mich hier besser kurz halten heute Abend. Bereits das Stellen dieser Fragen also, das Hinterfragen der eigenen Zeitkultur ohne unmittelbare Antwort ist sinnvoll. Zwei Gedanken dazu. Für die Zeit, die wir in der Familie verbringen, schreibt unsere Zeitkultur Männern und Frauen sehr unterschiedliche Wertigkeiten zu. Ein Grund übrigens, weshalb die Forschung bereits jetzt überlegt, nur noch Familien gesamthaft auf ihre Zeitbudgets zu untersuchen. Das Hinterfragen von dieser Zeitkultur, von unserer Zeitkultur, würde uns erlauben, von aufoktroyierten Werten Distanz zu nehmen und Familienleben wirklich so zu gestalten, wie wir es wollen. Und zweitens, unsere Zeitkultur favorisiert geplante, verabredete Freizeitaktivitäten, die der Selbstoptimierung am Ende dienen, sowie Sport, Lesen und Lernen. Herumschlendern, beobachten, nachdenken und reflektieren, ohne Sinn und Ziel, zumindest am Anfang, werden tendenziell abgewertet. Und das entspricht eigentlich am Ende dem Kern unserer Zeitkultur, nämlich immer genau wissen zu müssen, warum wir unsere Zeit so verbringen, wie wir es tun. Würden wir ein bisschen Abstand zu unserer Zeitkultur gewinnen, könnten wir Zeit auf eine Art verbringen, ohne den unmittelbaren Mehrwert immer kennen zu müssen. Ich will kurz zurückkommen auf das Anfangsbeispiel von der Kinderabholung. Effizient und zeitsparend, ja. Aber ich erinnere mich an die Momente, wenn ich mit meinen Eltern gelangweilt im Stau stand und teilweise zuvor womöglich abgeholt wurde, auch vom Fußball oder Klavier. Und es dort eben vertraute, ehrliche Momente manchmal gab, an denen man tatsächlich was über den anderen erfahren hat, aber eben ohne sich für Quality Time zu verabreden oder den nächsten Familienurlaub mit großen Erwartungen zu überfrachten. Mit seinen Eltern im Stau im Auto zu stehen, ist ziemlich banal. Aber ich glaube, genau weil es so banal ist, kann der Moment so wertvoll sein. Keine durch eine Zeitkultur aufgestülpten Erwartungen,
Raum für Unerwartetes in einer Gesellschaft, die ansonsten durchgetaktet und auf Effizienz und Produktivität ausgerichtet ist. Was ich von meiner Reise mitnehme? Ich glaube, es bedarf heutzutage tatsächlich Mut, nicht immer zu wissen, was der unmittelbare Mehrwert unserer Zeit ist. Erst das schafft Raum für Unerwartetes und für wirklich Wertvolles.